Ein Sommer auf den Hütten. Mitten in den majestätischen Schweizer Bergen. Auf der Liederner Hütte wird die Saison eröffnet. Für die Quereinsteiger Elian und Christian ein kleiner Kraftakt. Kann ich dir helfen? Hey, ja, könntest du das Blättchen machen, Christian? Wo ist der Zettel wegen dem Blättchen? Haben wir alles aufgeschrieben? Er liegt irgendwo so, ich weiß es nicht. Wir können noch mehr vorbereiten, dass wir nicht alles dann in dieser Minute machen müssen. Im Gadmertal zwischen Grimsel und Zusten liegt die Rifthütte. Das Zuhause für Familie Naue. Auch hier wird die Belastbarkeit der Hüttenwerte auf die Probe gestellt. Corona macht den Hüttenalltag nicht einfacher. Ich bin im Moment eigentlich nur noch drum und dran, so ein bisschen überall einzuspringen, ein bisschen zu retten und zu schauen, dass der Dorf läuft und irgendwie probieren, den Überblick zu halten. Eingebettet von den grossen 4000er vom Wallis ist die Weisshornhütte. Zum Saisonstart ist auch Jacqueline aufgekommen. Sie ist mit Leib und Seele Hüttenwartin. Und sie ist ein absoluter Lebenstraum, das kann man wirklich sagen. Das ist SRF bei den Leuten. Hüttengeschichten. Im Kanton Uri, auf 1727 Meter, ist die Liederner Hütte. Ein Holzschale. Eher ein untypischer Bau für eine SRC-Hütte. Heute ist der Tag der Eröffnung. Für Elian und Christian eine Premiere als Hüttenwartpaar. Die erste Herausforderung des Tages? Die Fahne hissen. Ja, wir haben noch nie eine Fahne aufgezogen. Und jetzt, ja, wahrscheinlich gibt es nicht unbedingt das Richtige und Falsch, aber es wäre schön, wenn die Hütte ein schön sichtbar hängen würde. Zum Glück ist die Schweizer Fahne so, dass wir sie nicht verkehrt aufhängen. Schon wieder alles verdreht. Jetzt tun wir sie mal rauf. Hey, nein, das ganze Kabel ist verdreht. Schau mal dort oben. Nein, jetzt geht sie wieder rauf und runter. Natürlich, ich muss ein YouTube-Video schauen. Ich kann sie wirklich nicht mehr bewegen. Ich habe noch eine Leiter. Oder lassen wir sie einfach so halbmast? Das können wir auch nicht machen. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, dass man die Fahne immer reinnehmen und raus tun und reinnehmen und raus tun? Wahrscheinlich bringen wir die Schraube nie mehr rein. Ich muss mir das so. Und jetzt müssen wir sie zuerst ganz aufziehen und nachher das wieder anschrauben. Ja, genau. Hey, nein. Komm, wir schneiden das Ding einfach ab. Und wenn irgendjemand fragt, sagt man, welcher Fahnenmast? Nein, dann können wir nie da. Nein, wir müssen wirklich mit den Leitern rauf. Ich könnte meinen, eine Fahne aufzutun, sei etwas Einfaches. Ich hole die Leiter. Ich weiss nicht, wie man so eine Leiter anstellt. Auch die Idee mit der Leiter funktioniert nicht. Komm, wir lassen die Fahne. Jetzt müssen wir uns einfach einen Grund überlegen, wieso wir die Fahne auf Haltmast haben. Wir warten, bis ein Fahnenexperte kommt. Ja. Gut. Die Fahne auf Haltmast und der erste Gast im Anmarsch. Morgen miteinander. Ja. Wir haben jetzt nachher mit den 2 Metern in Abmaß. Ja. Kann man etwas helfen? Ist gut. Hast du Päuseln? Hast du noch einen Wunsch? Oder? Nein. Ist gut? Tipptopp. Du bist Fahnenexperte. Was muss ich machen?
Aufklettern? Ja. Wahrscheinlich, ja. Kaputt, oder? Also kommt nicht mehr runter, oder? Ja. Müsst mal schauen, ja. Der erste Gast soll also jetzt das Fahnendilemma lösen. Bitsch im Kanton Wallis. Von hier aus macht sich Jacqueline auf den Weg in die Weisshornhütte. Also am meisten freue ich mich auf Hans-Peter. Das ist das Wichtigste, dass es mir gut geht und dass er sich wohlfühlt oben an. Und dass wir jetzt einfach zusammenkommen, die Gäste ein bisschen bewirten und dahinter schauen. Der Hans-Peter, ihr Mann, ist schon seit 5 Wochen in der Hütte und organisiert den grossen Umbau von diesem Jahr. Jacqueline hat sich im Tal erholt, um für die Saison fit zu sein. Die Gäste sollen sich trotz Bauarbeiten wohlfühlen. Aber dafür fehlt noch etwas in der Hütte. Na? Etwas, wo der Jacqueline besonders am Herzen liegt. Ja, wie hast du es überlebt? Eine Maschine, die einen echten, richtigen italienischen Kolbenkaffee liefert. Es ist genial, wenn man auf der Hütte so etwas anbieten kann. Mit dem Heli dauert es gerade mal 3 Minuten bis auf die Weisshornhütte. Von dort hat man Aussicht auf 19 Viertausiger. Zu Fuss braucht man für die 1500 Höhenmeter 4 bis 5 Stunden. Ich bin so froh. So froh. Es ist gut gegangen, gell? Ja. Ich bin froh. So ist es gelaufen. Wirklich wahr. Das ist nicht immer der Simi, der hätte. Morgen geht die Saison los. Und ab dann sollen die Gäste in den Genuss vom edlen Hüttenkaffee kommen. Das Bümpeli tut nicht. Ah, das musst du auch stellen auf der Seite. Ah, ist gut? Ja. Was machst du jetzt? Da hat es mir die Sicherung geputzt. Ehrlich? Ja, musst du noch mal rüber tun. Hast du jetzt noch probiert? Ja, das geht. Siehst du dich raus? Aber kannst du nicht nur pumpen? Und das andere nicht anstellen? Oder geht das nicht? Und das andere. Dann probier jetzt mal. So wie es steht, ist gut. Also es hat Gäste, die wirklich sagen, sie wollen jetzt gerne einen Kaffee von dieser berühmten Kaffeemaschine. Ja. Wenn Kaffee richtiger Kaffee, ja, finde ich. Ich habe gerne mal, aber ich hätte auch gerne ein Schluckchen Geister dazu. Ah, nein. Ist gut. Das Schäumchen ist wunderbar. Mmm. Schmeckt nach Kaffee. Gerade so für den Geschmack hier, gell? Wunderbar. Oh, wieder auf das Terrasse. Da können wir euch anstoßen. Ja, du mit dem Geist schon. Oh ja. Jetzt sehen wir, was wir haben. Das ist aber oberstimmig, gell? Ja. Herrlich. Ja, so stimmt es schon. Ha? So kann man wirklich die Sommersaison anfangen und die Sachen, die findest du zukommen, mit Freude einander bewerkstelligen, gell? Ich denke machen. Ja, ja. Nein, ist gut. He? Schön bist du da, Schabli. Gut. Und vom Dom noch nicht ganz alles. Das ist schon ein schöner. In der Alphubel sieht es praktisch. Und das Weisshorn schläft auch schon.
Lederhütte ist die Fahne noch immer auf Halbmast. Auch unser Gast hat mit dem Konstrukt zu kämpfen. Schau, also es will sein, dass es gewickelt verdreht ist, oder? Zum Glück kommen die meisten Gäste erst auf den Mittag. Bis dann sollte die Fahne gekisst sein. Besser jetzt? Ja, man weiß es gar nicht. Man weiß es gar nicht. Gut, schlechter kann es ja fast nicht mehr werden. Aber besser. Die Kameracrew hat eine Idee. Komm, ich filme den Mann. 20 Mal. Langsam, langsam fahren wir mit Nico. Schnell aufklettern, dann wird sie dran gezogen und schon ist sie gekommen. Tschechi? Nein. Also nur gefahren in dem Fall? Nein, nein, es ist. Wir können es jetzt noch mal probieren. Wuhu! Die Fahne ist gekisst. Jetzt sehen die Gäste, dass die Läden heute offen hat. Trifthütte ist schon der 6. Sommer zu Hause für Familie Naue. Der Aufstieg dauert bis zu 7 Stunden. Eine Alpinwanderung in einer wunderschönen, wilden Gletscherlandschaft zwischen dem Grimsel und Zustenpass. Die Saison ist schon voll im Gang. Die Familie Naue und die ganze Helferschar warten auf Lebensmittelnachschub. Hier ist der Notteil aufgetaucht. Hey, hey, guck mal da. Was nicht? Ja, jetzt haben wir letzte Woche 5 Tage lang schlecht Wetter gehabt. Das lernt man und viel Gäste zu unserem Erstaunen. Und von dem her haben wir viel los gehabt. Jetzt sind wir auf dem letzten Zacken dahergekommen. Wir haben fast kein Getränk mehr, fast keine Lebensmittel mehr. Jetzt sind wir Gott davor, dass wir was haben. Oh, Zwiebeln! Salat! Ja, ja. Ja. Ich bin hochgeklettert, dass ich zu der Milch komme. Gut. Weißt du, ob ich zu wenig Länge in Arme habe? Ja, das ist gut, das machst du super. Ja, das ist halt wie Weihnachten. Da kommt endlich das Päckchen. Und sie freuen sich halt immer auch auszuladen. Mitschaffen ist eh immer das Beste von dem her. Das ist das Wichtigste, dass sie immer irgendwo etwas tun können und integriert sein, weil wenn sie nur neben der Anstelle nicht mitmachen dürfen, dann sind sie meistens nicht so happy. Schau! Wir haben ganz viele freiwillige Helfer, heute Jugendliche, die uns hier unterstützen. Und die arbeiten alle super mit. Und die Kinder helfen mit und darum geht ihr das immer irgendwie mal schon vorwärts. Wow, was ist das? Sirup? Berry-Sirup! Heieiei! Heieiei! Die Vorratskamera ist wieder voll. Die nächsten Gäste können kommen. Heute hat sich eine grosse Gruppe angemeldet. Die Pandemie und Sicherheitsmaßnahmen müssen natürlich auch auf der Hütte eingehalten werden. Zum Glück sind die Hüttenhelfer flexibel. Denn der Platz wird knapp und... Darum, weil es so viele Leute hat, genau, müssen wir jetzt halt draußen im Zelt schlafen. Weil sonst die Hütte mega voll ist und wegen Corona können wir es halt auch nicht so alle Plätze setzen. Und in unser Zimmer schlafen jetzt auch schon Leute. Ja. Und ich freue mich aufs Zelt, ja. Dass sich die Gäste auch während der Corona-Zeit wohlfühlen, ist die Kreativität des Hüttenwart gefragt.
Ja, es ist schon eine rechte Umstellung. Also, wir haben jetzt natürlich viel mehr Tische. Wir haben teilweise in kleinen Zimmern noch so Campingtischchen organisiert und Campingtische aufgestellt für, ja, für das Tête-à-Tête, kann man schon sagen. Schon bald schon Candlelight-Dinner-mäßig. Teilweise sind wir draußen auftischen, wenn das Wetter danach ist. Es ist einfach, dass die Leute einen gewissen Abstand haben, Gruppen untereinander. Gäste sind in der ganzen Hütte verteilt. Das bedeutet auch für den Service mehr Stress und mehr Kilometer in der Beine. Guten Tag, Linsler. Danke. Und jetzt noch der Schlafraum für die Hüttenhelfer aufbauen. Ein Zelt ohne Stand. Anfang Saison hat Liederner Hütte nur Wochenendbetrieb und noch keine Übernachtungen. Das kommt am Einsteiger heute wartbar entgegen. So können sie sich voll und ganz auf Tagesgäste konzentrieren. Ja, das ist noch nicht Grabeln. Also noch ganz viel Platz auf der Terrasse. Und wir haben noch nicht 12. Also, es wird wahrscheinlich noch anziehen. Rüstung an den Moment, weil wir machen sie frisch. Auf den Haufen. Hey, ja, könntest du das Blättchen machen, Christian? So, was war noch das dritte? Sorry. Tagessuppe. Eine Tagessuppe, ja, die mache ich nachher gerade. Zahlen kannst du nachher. Okay. Wo hast du den Zettel wegen dem Blättchen? Ich weiss es nicht. Was musst du wissen? Ja, wie viele Scheiben von was? Haben wir alles aufgeschrieben? So, ja. Er liegt irgendwo, sorry, ich weiss es nicht. Irgendjemand hat die Liste verloren, wo wir alles schön aufgeschrieben haben. Und jetzt mache ich einfach irgendein Blättchen, das sicher nicht zu wenig, sondern eher zu viel drauf ist. Das Liederner Blättchen. An welchem Tisch ist das schon wieder? Der auch die Rösti da überkommt. Ja, ja, aber welcher ist das? Die, was Zweite sind ganz links. Ganz beim Eisentörli. Ja. Bist du jetzt gerade nachher? Nein. Wie lange noch? Es wäre hure cool, wenn ihr den Käse könntet. 100 Gramm, gell? Ja, 100 Gramm. Ja, sicher. Ich brauche mehr Kochherd, ich brauche mehr Pfanne, ich brauche mehr. Vor allem wir mehr. Sind zufrieden. Ganz gechillt. Nein, also wir haben schon gerade sehr viel zu tun. Die Terrasse ist pumpenvoll, alle wollen Rösti essen. Aber so wollen wir es ja. Also, ist alles gut. Fein. Er ist so. Ein oder anderthalb Bier ist er am Land. Wartet sicher schon. Merci, Benjamin. Kaum haben die Gäste ihren Mittag auf dem Tisch, ist der grösste Stress durch. Gut, ich habe Feierabend. Ich im Fall auch. Hast du noch Tippen? Das habe ich gerade einkassiert. Viermal ein Gächs und einmal ein Gola und ein Panache. Machst du genau? Pause. Eine Minute. Ist gut. In diesem Puff hier, ja gut.
Ich glaube, ein Learning ist schon, dass wir noch die einzelnen Minis, zum Beispiel das Blättchen, den Zettel, den wir gestern geschrieben haben, das wäre halt schon noch sinnvoll, dass dann das irgendwie der Zettel in so einer Form existiert, dass man irgendjemandem den Zettel geben kann und sagen, mach ein Blättchen. Und nicht, dass das Know-how nur bei uns ist. Und, ja, wir können noch mehr vorbereiten. Dass wir nicht gerade alles dann in dieser Minute machen müssen. Wallis auf der Weisshornhütte ist diesen Sommer eine Totalsanierung im Gang. Wasser hat Hans-Peter auch sonst immer am Brunnen müssen holen. Ja, es kommt zwar ein Klub, aber nur ein bisschen zu wenig. Jetzt müssen wir hier so gluckern. Es läuft nicht so, wie es sollte. Was gut läuft hier, ist ein bisschen rutschiges Gelände, aber das geht schon. Gut, jetzt kommen wir hier gerade zur Quellfassung, die unser Vorgänger noch gemacht hat. Dann geht er hier so eine flotte Fassung machen. Aber man sieht hier, wir müssen aufpassen. Da kommt einfach immer ein kleines Zeug mit. Und jetzt kehrt man so. Und dann müssen wir hier gut schauen, dass wir da nichts reinkommt. Und so funktioniert es einmal. Und sonst habe ich eben den noch. Der Schraubenzieher mit und dann hier ein bisschen aufstossen. Man kehrt jetzt, dass es gut zieht. Und sonst kann ich hier gerade ein bisschen verstellen. Und die Kontrolle kann ich nachher machen, wenn ich hier dran habe. Das kehrt mir euch optisch. Wunderbar. So ist der Zug da. Und der funktioniert sogar eingerichtet, dass du nachher wieder die Hände waschen kannst und den heutigen Vorschriften entsprechen. Gut, jetzt geben wir Nietzsche der Leitung noch. Weißt du, wenn es noch einen Sack hat oder so, sehe ich das und kann das im Fall noch beheben. Also, hier kommt das Wasser flott rüber. Ah, Herr, die Buja, schauen wir hier, die Blümchen. Wunderschön. Und die sammle ich flott sammeln, für das ich eben der Jacqueline, da ich ja nicht in der Nähe von einem Fleurop-Blümchenladen bin. Aber hier hat die Natur mir das gescheichert und ich dann so meiner Freude ein flottes Gescheiche kann machen. Gell, musst du schauen, wie es Freude hat. Also, gell, lass mir jetzt nicht verdorren, du hast ja gerade ein bisschen Feuchte gegeben. Und dann sind deine Hütte wunderbar. Schau mal hier, mein Amt. Da müsste das Herz weich werden. Und du nimmst das auf und so tust du es nachher euch weitergeben. Gut, jetzt muss ich aber gehen. Ich habe dafür eine Überraschung. Schön. Danke. Bitte. Merci. Super. Das habe ich gerne. Hier. Hier oben noch. Blümchen bekommen, weil es keine gibt. Das ist aber schön. Ja. Ja, die, die vom Weg liegen. Wenn man die Augen öffnet, so sieht man das. Es ist noch mitten in der Nacht, kurz nach der drei. Er trifft heute. Macht Nicole der zum Morgen, weil eine Bergsteigertruppe eine lange Tour vor sich hat. Ich mache den Morgendienst sehr gern, weil es eine Zeit ist, wo man rein in der Küche ist. Es ist noch ruhig, es ist noch keine Hektik, es ist dunkel draußen. Und so eine stille Welt, im Gegensatz zu dem Trubel, den wir sonst immer haben. Aber 3 am Morgen ist doch gerade ein bisschen früh. Sie macht das aber auch am Tour zulieb. So. Ihr Mann braucht ein bisschen mehr Erholung, weil er eine Immuntherapie gegen seinen Krebs macht. Momentan ist es so, dass der Touri schon noch ein bisschen mehr schlaft als sonst. Und das führt dazu, dass ich ein bisschen mehr unterwegs bin oder öfters mal den Dienst machen. Genieß jetzt einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Habt's gut. Tschüss. Ciao, Kathi. Tschüss, Marianne. Mach's gut.
Gut 3 Stunden später hat Nicole immer noch Ruhe zum Arbeiten. Jetzt ist 19:30 Uhr, also ungefähr hier eine Stunde, kommen dann auch langsam die Kinder. Und, das ist natürlich für sie auch schwierig. Sie haben eigentlich nicht so viel von mir jetzt in der Hochsaison. Und wenn sie mit den Tagen sitzen und arbeiten, dann würden sie gerne noch mithelfen und hocken wir auf die Schoß. Und das ist schön, aber nicht unbedingt förderlich, wenn man vorwärts kommen will. Darum ist das ganz gut, wenn ich das jetzt noch machen kann und ich mehr Zeit habe für sie. Morgen, Noah. Hast du gut geschlafen? Ja, und so? Ja, Mama, nicht so lange, aber klein. Ah, jetzt ist Leo gut wach. Ja. Komm. Hast du gut geschlafen? Der fast 5-jährige Leo ist der Ältere von ihren beiden Kindern und macht schon am Morgen das Kalb mit den Hüttenhelfern. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. So, haben wir gut geschlafen? Ja. 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 Gute Nacht. Ja, ja. Mit dem Leo habe ich ein Versprechen abgemacht, dass wir jeden Tag probieren, eine halbe Stunde zusammen etwas zu machen. Meistens holt es her, dass wir irgendwo etwas zusammen machen können. Aber es gibt schon Tage, wo es halt auch hektisch wird und rund geht. Und dann meint es halt weniger. Jetzt. Am Turi und der Nicole ist es auch wichtig, dass die Kinder nicht zu kurz kommen. Tschüss, Buben. Viel Spass. Nicole, sie ist so viel in der Küche und ich bin meistens mehr mit den Kindern draußen. Von dem her bin ich froh, dass sie mal rauskommt. Das hebt ihre Stimmung dann massiv an, als wenn sie den ganzen Tag in der Küche steht. Es gibt schon Phasen, wo sie wirklich tagelang nicht rauskommt, weil es einfach rund geht. Jetzt hält der Turi die Stellung der Hütte. Aber muss man immer schauen, dass niemand unten dran ist, gell, wenn man Steine auf die Seite macht. Der Leo und der Till geniessen ihren Spielplatz auf über 2500 Meter. Das ist mir auch wichtig, dass ich wirklich einfach mal weg kann. Das ist sehr, sehr wertvoll. Weil wir sind ja nicht nur da, weil wir so gerne in der Küche stehen, sondern vor allem auch, weil wir gerne in dieser Bergwelt sind. Und eben, weil ich ihnen das so ein bisschen näher bringen, den Kindern. Hallo! Hallo! Jetzt können wir rennen zu uns. Die Familienzeit ist von kurzer Dauer. Ich bin Nicole, hallo. Schon kommen die nächsten Gäste. Hallo, Letizia. Ja, wir können auch noch ein bisschen warten und euch noch für uns. Nein. Alles gut. Alles bestens. Ah, ich glaube, wir müssen gleich über den traversieren. Ja? Voilà. Grosse Versammlung. Die Neuankömmlinge sind für Familienferien da. Eine spezielle Idee vom Schweizer Alpenclub. Das bedeutet für Trifthütten aber auch noch eine grössere Organisation mit zusätzlichen Spielen und Ausflügen. Wir haben schon letztes Jahr mitgemacht und haben ein Programm kreiert, wo Familien einfach eine ganze Woche bei uns sind. Und insgesamt haben wir so jetzt dieses Jahr rund 12 Familien bei uns, die ihre Ferien hier verbringen. Momentan ist die Liedernhütte nur am Wochenende offen. Delian und Christian können die Zeit unter der Woche gut brauchen. Sie wollen die Hütte ein bisschen auf Vordermann bringen und verpassen den Wind einen frischen Anstrich. Also irgendwie ist es oben so, dass alles doppelt und dreimal so lange braucht, als man denkt. Zum Fahren auf und zu haben wir 5 Minuten eingerechnet. Das ist schlussendlich etwa 2 Stunden gegangen. Also von dem her haben wir aufgehört zu planen. Wir machen einfach. Was mit dem? Also Abstreifding wäre wirklich nicht schön. Elian war Sportlehrerin. Der Christian hat bei einer Versicherung geschafft. Sie haben sich bewusst für das Hüttenleben entschieden.
Der Ursprungsgedanke war, dass wir eine Beschäftigung gesucht haben, wo wir mehr Zeit zusammen verbringen. Und das, auf der einen Seite haben wir jetzt das, wir sind den ganzen Tag zusammen. Aber wir haben gleich keine Zeit füreinander. Aber, also das haben wir ja auch gewusst, das ist jetzt nicht eine Überraschung. Ich glaube, es ist wirklich, also ich finde es schön, dass wir zusammen am gleichen arbeiten. Dass wir jeden Tag zusammen am gleichen Projekt dran sind. Dass es einfach jetzt die Hütte ist und das ist das Gemeinsame, was sich immer über den ganzen Tag zieht. Auch wenn man vielleicht jetzt nicht im gleichen Raum ist oder nicht die gleiche Tätigkeit macht. Aber schlussendlich ist alles für die Hütte und für unseren Lebensunterhalt. Ja. Wir haben da ja schon ein bisschen Muster drin wollen, oder? Wir sind schon 14 Jahre zusammen. Etwa vor 3 Jahren oder so haben wir uns verlobt. Ja. Also ich habe sie gefragt, ob sie mich heiraten will. Und dann hat sie Ja gesagt und den Ring genommen. Wir waren dann zur Verwanderung. Und eine Stunde später, als wir wieder um zurückgelaufen waren, hat sie dann gefunden, also, aber heiraten willst du nicht, oder? Und darum haben wir jetzt immer noch nicht geheiratet. Ja, also man also muss auch den anderen Teil der Geschichte sehen. Wir sind uns einig, dass wir nie heiraten werden. Oder dass es einfach einen sehr triftigen Grund braucht, dass wir heiraten. Und dann mache ich einfach einen Antrag. Und dann macht er einfach einen Antrag. Dann habe ich auch nicht gewusst, wo ich jetzt bin. Nein, kann ich nicht beim Arbeiten. Mm. Jetzt sind wir mal verlobt für die Ewigkeit und vielleicht überlegen wir uns dann anders. Und dann ja, das passiert nicht. Jetzt lebst du ein bisschen gefährlich im Fall. Ich kann eine Kappe nehmen. Aber dein Jäckli? Ist egal. Kann man waschen. Ich sollte schon langsam aber sicher ins Tal, aber jetzt wird das nicht mehr mit einkaufen heute. Machst du jetzt noch fertig streichen? Vielleicht mal schauen. Abwaschen. Glänzt das Haus, habe ich wieder zurückgekommen. Ja. Tschüss. Tschüss. Hebst du die Sorge da oben? Ja. Einmal pro Woche muss der Christian oder die Eliane im Tal frische Lebensmittel besorgen. Der schnellste Weg durchab ist mit der Luftsavanne Käppeliberg. Ja, ciao Andreas, das ist Christian. Lass mich runter. Gut, danke. Ciao. Ja, jetzt gehe ich 2 Tage runter. Sieht Lilian 2 Tage nicht. Normalerweise wäre das ein bisschen viel, aber jetzt, wo wir gerade so 1,5 Monate jeden Tag zusammen waren, sind, tut es glaube ich auch mal gut, 2 Tage ohne einander zu sein. Aber ich freue mich schon, wenn ich wieder raufkomme und sie wieder in den Arm nehmen kann. Ihr Trifthütten im Berner Oberland sind Familienferien, voll im Gang. Ja, dann nach der Sommersaison bin ich ziemlich K.O., weil wir am liebsten überall gleichzeitig sind. Trifthütten, da ist Nicole, hallo? Hi, David. Bei Familienferien ist auch im Angebot, dass man als Paar die Kinder erhütten kann. Also das System mit Familienferien neben normalen Betrieb zu führen, das geht nur, weil wir so viele freiwillige Helfer haben. Wenn wir jetzt nicht derin hätten, der da Vollgas einspringt, im Hintergrund, und unsere Kinder auch noch ein bisschen betreut, plus, dass wir Gabriel haben, der da
eigentlich die Küche in die Figaro alleine schmeissen kann. Und ich bin im Moment eigentlich nur noch drum und dran, so ein bisschen überall einzuspringen, ein bisschen zu retten und zu schauen, dass der Töpf läuft. Und irgendwie probieren, den Überblick zu behalten. Der Überblick behalten muss auch der Duri. Er geht mit seinen Gästen strahlen. Go Kristall suchen. Ja, es ist eine Freude, wenn man sieht, dass, Leute, dass Kinder und Ältere alle mit Freude dabei sind. Dann macht es mir selber Spass. Und dann schauen wir den. Ja, genau der, den wir wollen. Im Kanton Wallis, auf der hochalpinen Hütte unterhalb vom Weisshorn, am viertgrössten Berg der Schweiz, kann die Saison endlich starten. Ja, gut. Ja, es ist schön. Auch gehen Sie den Hybrida setzen. Müssen wir sie jetzt weglegen. Gut. Jetzt gefällt es mir. Wie du siehst, ist schon ein bisschen krumm in diesem Fahren. Der Sturm am Mond ziemlich ramponiert. Ja. Das ist ein spezieller Moment, wenn die vorne wieder flattern. Weil man sieht, dass man sie halt wirklich von überall. Und das ist für alle Leute eigentlich gerade so genau das, was sie sagen, oh ja, es ist richtig, wir können gehen. Da ist jemand oben. Soll ich drücken? Ja, probieren mal. Oh, solid. Gut. Aber jetzt ist es gegangen. So, Uli. Also, ja, jetzt kann man ziehen. Du darfst vieren und richten. Nimm Hand aufs Herz. Immer wieder, dass alles gut geht, ist ein Summen. Ja. Und dann hat er sich da noch fest. Es ist noch der Wind still. Der. Es ist keine normale Saison. Das Jahr wird Weisshorn heute saniert. Die ersten Arbeiten haben schon angefangen. Inches Zimmer, was wir jetzt haben. 2 Meter, oder? Und jetzt nachher verkommen wir den Doss. Ist das schon gerade etwas anderes, gell? Ursprünglich habe ich auch Hochbauzeichner gelernt und Jacqueline ist einer, der gerne wieder etwas neu gestaltet und macht. Und dann nachher, ja, hat man gesagt, wir jetzt zum Schluss noch hier im Bereich haben. Und freuen uns jetzt, dass wir hier das miterleben dürfen, gell? Trotz Bauarbeiten sind Tagesgäste willkommen. Jacqueline ist gelernte Handarbeitslehrerin. Sie hat früh gemerkt, dass sie im Gastrobereich richtig ist und hat Pensionen geleitet und Restaurants geführt. Das Wohl der Gäste liegt ihr besonders am Herzen. Es geht. Es geht schon die ganze Zeit. Ja. Mit etwa 17, 18 Jahren habe ich auf Britannia Hütte mich gemeldet, weil der hat gesucht. Jemand, der man wahrscheinlich Buben schaut. Der damalige Hittenwart. Und dann habe ich mich gemeldet bei der Sommerferien am Uff und habe die 2 Buben geschaut, bastelt mit denen, euch geholfen kochen. Und dann, von da weg habe ich gewusst, einmal in meinem Leben will ich eine Hitte feiern selber. Und siehe da, dort im Sommer sind wir hier. Und es ist ein absoluter Lebenstraum, das kann man wirklich sagen. Ja, das ist hier. Mit ihr doch die Hörnchen drin. Die haben das ein bisschen länger. Dann geben wir den Schwupp. So. Heute haben sich die ersten Tagesgäste für den Mittag angemeldet. Ich habe ihr gesagt. Was läuft denn zügig durch? Ha? Der erste Gast ist jetzt gerade hier. Bist du allein? Ja. Ha? Hallo? Hallo, Jonathan. Ah, du bist nicht der, den wir erwartet haben. Ja, super, hast du 2 überholt. Einfach so. Es ist so schön, wenn du gehst Richtung diesem Gletscher und dann wieder steil.
Aber gut, ja. Schön. Erste Mal, ich bin hier. Bravo! Noch ein paar Schritte und dann geht es zu reichen und zu essen. Die haben Hunger. Die. Kochen die nicht gern? Ja, absolut. Ja, dann wieder ein kleines warmes Teller. So. Bussi, Käse ist hier. Hm? Einen guten. Merci. Miteinander. Aber für das habe ich jetzt die Maschine mit dem Öfen gedreht. Ja, und jetzt, was sagt ihr? Tipptopp Kaffee. Das hat sich gelohnt, aufzufliegen mit dieser Maschine. Ich sag doch das euch. Ein richtiger, weisst du, nicht so das braune Wasser. Familienferiengäste verabschieden sich vor Trifthütte. Ich komme nur noch hier rauf, wenn ich mit dem Helikopter bin. Flink unterwegs. So, jetzt hoffen wir, dass sie noch gut runterkommen ohne grösseren Regen. Ja. Endlich gibt es auf der Trifthütte eine Verschnaufpause. So. Der Turi hat eine schwierige Zeit hinter sich. Seit der Krebserkrankung braucht er mehr Zeit, um sich zu erholen. Eine gute Freundin von Nicole ist gelernte Masseurin. Wenn dir etwas wehtut oder wenn der Rücken nicht mehr so bequem wäre. Also obviously bei der Familie ist für mich natürlich eine super gute Ablenkung von der ganzen, sagen wir, Krankengeschichte. Also eigentlich kann man so die ganze Krankheit recht gut ausblenden. Aber natürlich vorhanden ist es schon, man holt mich immer wieder ein, natürlich, aber es ist viel, viel besser, als wenn ich im Tal wäre und würde da irgendwie von mir allein dahin siechen und irgendwo ja, im stillen Kämmerlein meine Physioübungen machen und so. Da bin ich da lieber hier oben bei den Kindern und Familie und habe Abwechslung. Auch die Kinder brauchen Abwechslung. Sie bauen sich ihre eigene Hütte in der Hütte. Und jetzt machen wir so. Putsch. Dann können wir noch das zweite nehmen. Schau mal, jetzt nehmen wir hier noch das drauf. Du musst das mal haben, bitte. So, oh, oh, so. Aber so. Das wäre das Zelt. Und jetzt habt ihr ein eigenes Programm gemacht? Das mit dem eigenen Programm sieht nächste Woche aber anders aus. Der Leo hat seinen ersten Kindsgetag. Nicole muss aber in der Hütte bleiben. Es ist natürlich schon so, ich würde ihn gerne begleiten. Es nimmt mich Wunder, wie er reagiert auf die anderen Kinder und wie es ihm gefällt. Im Wallis auf fast 3000 Meter gibt es grosse Veränderungen. Es wird fleissig geschafft. Und bald erkennt man die Hütte nicht mehr. Hier, der Bereich für uns, das ist ja wie ja, ein Sechser im Lotto. Auf der Liderne gibt es einen neuen Gast. Die Katze vom ehemaligen Hüttenwartpaar, der 13 Jahre hier oben gehaust hat. Ja, du hast jetzt die erfahrenste Person im Haushalt, Katze. Und ja, wir freuen uns mega.